Ja, es gibt so ein paar Berechnungen, die relativ wichtig sind, um zwischen den einzelnen Formen hin und her zu switchen und den Einheitskreis auch zu verstehen oder besser gesagt die Berechnungen dann daran, wie man dann hinterher die Beziehung mit Sinus, Cosinus herstellt. Vielleicht erstmal nochmal deutlich gemacht, ihr habt eine komplexe Zahl, bestehend aus Realteil plus Imaginärteil mal i, konkret als Beispiel 4 plus 3i, deutlich gemacht in der komplexen Zahlenebene oder auch Gaußsche Zahlenebene genannt, 1, 2, 3, 4 plus 4 als Realteil gewandert, dann plus 3i, so 1, 2, 3. Das wäre die komplexe Zahl visualisiert, rechter Winkel erkannt, vom Ursprung aus zur komplexen Zahl hin noch die Strecke gezogen. Man erkennt, denke ich, das rechtwinklige Dreieck mit den Längen 4 und 3. Und diese Länge ist nichts anderes als Z-Betrag. Und nach Pythagoras würde ja gelten, Z-Betrag hoch 2 ist gleich 4 Quadrat plus 3 Quadrat. Wenn ich noch umstelle, muss ich nur noch die Wurzel ziehen und könnte auch allgemein hinschreiben, 4 ist der Realteil zum Quadrat plus 3 der Imaginärteil hoch 2. I spielt dabei ja keine Rolle. Und so kriege ich relativ entspannt den Abstand vom Ursprung zur komplexen Zahl raus, indem ich entsprechend die Formel verwerte. Ich denke mal, wenn man anschaulich das Ganze sich deutlich macht, dann muss man keine Formeln auswendig lernen, dann könnt ihr es euch auch selber eben herleiten. Weiter dann eben wichtig, wenn ich jetzt hier diesen Winkel betrachte, um den es noch des Öfteren gehen wird, ob ich ihn jetzt Alpha nenne oder Phi, kommt gerade auf das Skript an, dann sollte ich wissen, dass Tangens von Phi, Tangens ist ja die Beziehung Gegenkathete durch Ankathete, in diesem Fall dann wäre 3 durch 4, allgemein 3 ist der Imaginärteil, geteilt durch a, der Realteil. Genauso Cosinus von Phi wäre, Cosinus ist Ankathete durch Hypotenuse, also 4 durch der Wert von Betrag z oder allgemein Realteil durch Betrag z. Sinus von Phi, ein bisschen geschmiert, wäre Gegenkathete durch Hypotenuse, also 3 durch Betrag z oder allgemein b, der Imaginärteil, durch Betrag z. Das sind mit die wichtigsten Beziehungen. Ich werde noch ein eigenes Video machen zu der Geschichte Tangens von Phi, weil man da etwas aufpassen muss, entsprechend wie jetzt die komplexe Zahl Licht, weil, das solltet ihr euch vorher auch vielleicht angeschaut haben oder durchgenommen haben, wo der Tangens ja nur definiert ist, da muss man auf so ein paar Sachen achten. Ich weiß ja nicht, was ihr euch daneben legen dürft, mit welchen Berechnungen ihr hantieren dürft, kann man aber auch relativ schnell wieder in einem Schaubild klären.